Thomas, super, dass es geklappt hat. Wir sind heute in Wiesbaden beim DFF. Ich denke, jeder kennt DFF, aber für die, die es doch nicht kennen, startest du einfach mal. Gerne, gerne. Also auch von mir herzlich willkommen an euch hier im Filmarchiv des DFF, DFF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum, eine große Filmerbeeinrichtung mit Sitz in Frankfurt, wo auch das Kernstück, das Filmmuseum ist, wo aber auch die weiteren Archive sind. Das DFF hat einen großen Archivbereich, der sich trennt in Film und Non-Film. Und ihr seid nun im Filmarchiv mit seinem Standort in Wiesbaden-Biebrich. Das ist der historische Standort des ehemaligen Filminstituts. Hier in Biebrich arbeiten wir mit 14 Personen. Wir haben einen Bestand von etwa 30.000 Kopien, die nicht nur alleine hier in Biebrich sind, sondern auch eben, wenn es Nitro-Materialien sind, im Bundesarchiv und im Filmarchiv Austria untergebracht sind. Ja, und hier sind wir halt in verschiedenen Teams im Bereich Filmarchiv. Arbeiten wir in verschiedenen Teams mit verschiedenen Aufgabenstellungen, mit Filmverleih, mit Digitalisierung, über die wir heute sprechen werden. Es gibt eine Versandabteilung, es gibt eine Datenbank und es gibt eben noch zwei Workstations, wo wir auch ein bisschen Filmbearbeitung machen können. Wir sind heute zusammengekommen, weil ihr habt jetzt schon seit fast 2 Jahren eine Quadriga Inspection Scan. Damals seid ihr ein ganz früher Kunde und habt schon ganz viel praktische Erfahrung im produktiven Bereich sammeln können. Das, denke ich, ist interessant, das zu teilen und da nochmal zu erfahren, was war damals überhaupt die Motivation? Warum habt ihr einen Inspection Scan angeschafft? Ja, also wir waren auf der Suche nach einem Werkzeug, das uns die Arbeit im Umgang mit analogen Filmen, aber auch bei dem Übergang von analog ins Digitale uns die Arbeit erleichtert. Das war der Hintergrund. Mittlerweile setzen wir die Quadriga in verschiedenen Bereichen ein, wo sie uns unterstützt. Das ist natürlich bei der Digitalisierung, da werden wir ausführlich drüber sprechen. Das ist aber auch der Verleih. Wir sind ein sehr verleihorientiertes Archiv, ein sehr analoges Archiv. Wir haben in guten Jahren über 58 Verleihvorgänge. Die sind in der Regel analog und hier benötigen wir Unterstützung bei der Filmbefundung. Bedeutet, nach einem Abspiel einer analogen Kopie kommt die Kopie wieder zurück und sie muss auf Schäden hin untersucht werden. Und das übernimmt für uns jetzt die Quadriga. Das wissen ja viele gar nicht, dass das eine wichtige Anwendung ist, die eben durch den Report, den die Quadriga dann eben automatisch generiert, das sehr weit automatisieren lässt. Und früher musste das ja alles händisch passieren, idealerweise auch noch zweimal vor dem Verleih und nach dem Rücktransport. Du hattest schon berichtet, bei euch war Praxis, was zurückkommt, ordentlich zu prüfen. Und dann steht es für eine neuerliche Ausleihe zur Verfügung. Aber ganz klar, das ist eine händische Arbeit und ich sage gerne, eine Kopie wird in Echtzeit befundet. Tatsache ist aber, dass das eine manuelle, händische Befundung länger als Echtzeit, als Filmlänge dauert. Denn man muss die entsprechenden Befundungsinformationen in eine Datenbank eintragen. Man hat es früher auf Karteikarte eingetragen. Also Echtzeit ist jetzt schön geredet letztendlich. Ja, wahrscheinlich muss man ja auch die kniffligen Stellen noch mal genauer anschauen, wenn man schaut, ob jetzt irgendwelche Frames verloren gegangen sind, Schnitte noch mal nachgemacht wurden. Ja, Schnitte stellt man schon auch fest, weil dann gibt es eine Klebestelle, das ist relativ leicht, die vielleicht vorher nicht da war. Bei anderen, bei Laufstreifen, wird es dann schon komplexer und dann stellt sich auch immer die Frage, hat man es nicht doch beim letzten Mal, hat man es übersehen oder nicht? Da ist jetzt eine Maschine, die das mit einer großen Genauigkeit feststellt, extrem hilfreich, weil Menschen fehleranfällig sind. Das ist jetzt eine Quadriga weniger. Gut, sie hat keinen so subjektiven Anteil. Ja. Sie hat dann ihre Algorithmen und die haben eben eine feste Einstellung. Und wenn sie diesen Laufstreifen erkennen, dann werden sie den auch beim zweiten Mal wiedererkennen.
Genau. Und ich habe ein Protokoll, das ich mir ausdrucken kann. Und ich kann es aber auch jetzt den Datensatz anhängen digital und kann damit auch eine Beweisführung antreten. Was jetzt in der analogen Welt, in der Karteikartenwelt so einfach nicht war. Hier auch eine Beweisführung anzutreten für einen Schaden, weil ein Schaden führt ja dann auch zu Kosten. Ja, auch da die Objektivität einfach wieder ein Vorteil gegen die aufwendigere händische Arbeit. Ja, ja. Aber unser Hauptziel war natürlich, als wir die Quadriga erworben haben, die Digitalisierung, die Möglichkeit eben über Sichtungsfiles in HD-Qualität verschiedene unterschiedlichste Materialien für digitale Restaurierung vergleichen zu können. Da ist ja auch ganz zentral, dass ihr die Edge-to-Edge-Funktion braucht, dass ihr eben wirklich das gesamte Filmbild eben braucht zum Befunden, um herauszufinden, welche Materialien sind jetzt geeignet. Ich denke, das war sicherlich dann eine der wichtigen Must-Haves in der Entscheidung, dass ihr eben das volle Bild seht und alles seht, was da drauf ist. Und das ist ja bei der Quadriga, dass sie eben auch noch das Frame davor und das Frame dahinter, man hat also wirklich einen großen Panorama-View auf das Material. Und ich denke, das ist ja auch anders wie bei allen Filmscannern, wo eben immer der Fokus darauf liegt, das Filmbild möglichst hoch aufgelöst zu liefern und keine Pixel zu verschwenden für irgendetwas anderes. Das ist ja eine ganz andere Philosophie, die wir halt eingeführt haben bei der Befundung mit der Quadriga. Genau. Wir haben ganz bewusst keinen Scanner gekauft, sondern wir haben ein Gerät gekauft, das wir für unsere Archivzwecke, dazu zähle ich jetzt auch eben eine digitale Restaurierung, erworben haben. Es ist kein Scanner, sondern ein Gerät, mit dem wir eben Edge-to-Edge, von Kante zu Kante, Informationen sehen können. Und wir benötigen diese Informationen. Uns reicht tatsächlich nicht das, was mir ein Scanner gibt, nur das reine Filmbild, sondern ich muss wissen, welche Zeichen, welche Symbole sind auf der Perforation zu sehen. Wie ist das mit den Farben? Wenn Farben, Filmfarben in der Mitte des Bildes verblichen sind, habe ich immer noch die eigentliche Farbe rund um die Perforation. All das sind Informationen, die wir brauchen, die wir benötigen, um einen Film bearbeiten zu können. Zu restaurieren. Der Workflow ist dann, dass ihr euch das Material beschafft von den unterschiedlichen Archiven, sodass ihr dann alle möglichen relevanten Elemente dann möglichst hier vor Ort habt und dann durch die Quadriga schickt, um dann rauszufinden, welche für die Restauration benötigt werden. Das ist der aktuelle Workflow. Ein Workflow, der sich durch die Quadriga auch verändert hat. Wir unterscheiden schon vor und nach der Quadriga. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es eine Materialrecherche gibt, die auch immer schon stattgefunden hat. Das ist das A und O, dass wir aber dann eben die Materialien bestellen, dass wir die Materialien zu uns ins Archiv kommen lassen und dass wir sie dann, wie du gesagt hast, durch die Quadriga schicken, um dann eben Sichtungsfiles in unsere Bearbeitungssoftware einzuladen, um sie dann miteinander zu vergleichen. Jetzt ist ja bei euch gerade so, dass die Quadriga auch zur Corona-Zeit zu euch gekommen ist. Habt ihr das nutzen können, um auch im Bereich Homeoffice dann aktiver arbeiten zu können? Dass man also sagt, man hat dann hier nur das Einspielen in der Quadriga im Film Inspection Scan gemacht und hat dann einen Großteil der Arbeit von Kollegen im Homeoffice erledigen lassen? Oder habt ihr das so gar nicht genutzt? Doch, wir haben das auch so genutzt. Also Corona war natürlich auch für uns eine ganz einschneidende Zeit. Wir haben mit der Quadriga zur gleichen Zeit auch nochmal unsere mobilen Computer aufgerüstet. Bedeutet, wir haben hatten damals auch Laptops gekauft, die eben auch hohe Datenmengen verarbeiten können und haben damit ermöglicht, dass Kolleginnen und Kollegen auch zu Hause Filme in
höheren Auflösungen miteinander vergleichen können. Das war die eine Bedingung. Die andere natürlich die Quadriga, wobei natürlich die Quadriga auch gefüttert werden muss. Es muss ein Mensch Filme einlegen. Wir sind jetzt personell nicht in der Situation, dass wir jemanden haben, der nichts anderes macht, als Filme durch die Quadriga zu schicken. Aber natürlich, um jetzt ein flexibles Arbeiten zu ermöglichen, ist es natürlich vollkommen richtig. Wir können, wenn wir die Filme mit der Quadriga digitalisiert haben, eben mit unseren mobilen Arbeitsgeräten, mit unseren mobilen PCs, einen Teil der Arbeit in das Homeoffice, ins mobile Arbeiten verlegen. Klar, das geht. Ja, das haben wir auch und das nutzen wir bis heute. Also ein modernes Arbeitskonzept ermöglicht natürlich auch ein Arbeiten im Homeoffice oder mobiles Arbeiten, wie wir es nennen. Natürlich, und da hilft die Quadriga. Ich muss nicht mehr vor Ort sein und analoge Filmmaterialien an einem Betrachtungstisch, an einem Schneidetisch, an einem Abziehtisch sichten, sondern ich mache es einmal und kann alle weiteren Arbeiten dann mobil machen. Also ich denke, dass wir mit unserem Reporting an dem Punkt sind, da haben wir ja dieses Forschungsprojekt mit HS Arzt zusammen in dem Diamant, wo wir dann das, was ihr jetzt auch alles von Hand macht, dass man das Projekt in dem Resolve oder Diamant anlegt, das macht ja jetzt schon die Maschine. Das heißt, auch die verschiedenen Versionen werden schon an der richtigen Stelle. Es wird schon gekennzeichnet, wo irgendwelche Frames fehlen. Und es werden schon Einstellungen für die Filter generiert. Das heißt, wir gucken schon nach. Ja. Da ist eine Klebestelle, da erwarten wir viel Schmutz. An der Stelle müssen wir den Filter so einstellen, dass er auch mit dem vielen Schmutz klarkommt. Während an der anderen Stelle macht er vielleicht schon wieder Artefakte mit dieser Einstellung. Da fahren wir ihn wieder runter. Das sind alles schon Sachen, die wir jetzt schon automatisiert haben. Und ich denke, da geht das total weiter in diese Richtung. Ja, das ist ein Schritt. Also ich meine, jetzt so ein Lehrbeauftragter hat natürlich auch ein ökonomisches Interesse an seiner Entwicklung. Also da geht es halt speziell um Farbe. Da geht es ganz speziell auch um Schwarz-Weiß-Filme, vielleicht vor 1930, die man vielleicht auch nachträglich dann einfärben will. Gut, da kenne ich natürlich auch am ehesten jetzt wieder die Sachen, die HS Arzt macht. Die haben ja jetzt auch jetzt 2-3 Jahre und haben auch inzwischen mehrere Forschungsprojekte zu dem Thema gemacht, nachträgliche Kolorisierung. Mhm. Und ich finde Ihren Ansatz, Sie nutzen auch AI inzwischen intensiv und nutzen das vor allem, um eben Bewegungsverfolgung zu haben. Das heißt, diese Annahme, dass man sagt, oh, die Maschine weiß jetzt von allein, wie das Grün damals ausgesehen hat, das ist nicht der Fokus. Der Hauptfokus ist, dass wenn ich einmal gesagt habe, das ist das Grün, dann ist es bei jeder Lichtverhältnis und bei jeder Bewegung bleibt das gleich. Und das ist eigentlich auch der richtige Zeiteinsparer. Genau, das ist der eine Punkt für uns. Der zweite Punkt wäre zu sagen, wie sieht das Grün nun wirklich aus? Ist es das, also die Bestimmung einer Farbe oder auch, wenn wir Farbmaterialien haben, gehen von einem Negativ aus und haben auf der anderen Seite aber auch eine nicht bestimmte Kopie, dann geht es ja darum, eben die Kopie nachzumalen, sage ich mal. Ja. Das heißt, die Auflösung nimmt man vom Negativ, aber die Farben möchte man gerne von dem Printmaterial verwenden. Also, und da uns als Archiv geht es ja nicht darum, Materialien nachträglich einzufärben. Das würden wir nie tun. Das ist ethisch für uns nicht vorstellbar. Aber es geht darum, dass wir eben Langfilme, positive, die Farben der Positive auf das digitalisierte Negativ übertragen wollen. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz klarer Kandidat für Automatisierung. Ja. Der Mensch wird nur noch kontrollieren. Ja. Aber die eigentliche Kernarbeit muss die Maschine machen. Ja. Da werden wir auch landen. Das wird Stand der Technik sein. Damit kann man aus meiner Sicht schon rechnen und sollte das in seiner längerfristigen Planung, was man wie machen will, berücksichtigen. Ja, damit könnte eben die Digitalisierung auch deutlich günstiger werden, wenn wir diesen großen Personal- und Technikeinsatz nicht mehr haben.
Das ist im Augenblick, und das ist vor dem Hintergrund der begrenzten Mittel, die es in Deutschland ja gibt. Wir sind ja im Augenblick dankbar, dass wir das Förderprogramm Filmerbe haben, das ja mit 100 Millionen 2019 gestartet ist, 10 Millionen pro Jahr auf Antragstellung hin, sehen. Aber es ist jetzt feststellbar, absehbar, dass das die Mittel definitiv nicht reichen werden, sondern dass die Mittel eigentlich, so dankbar wir sind für das Programm, zu gering sind, um wirklich große Mengen deutsches Filmerbe zu digitalisieren. Und da ist eben die Frage, wie kann uns Technik helfen? Gut, andere Länder haben es uns vorgemacht. Man kann auch mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ja, wir sind dadurch, dass wir später dran sind, hat natürlich die Technik mehr Chancen, sich noch zu entwickeln. Mhm. Und dass man wenigstens davon profitiert. Und ich glaube aber, der erste Weg ist eben wirklich die Inspection. Ich denke, das ist das, was alles sozusagen an dem Punkt hängt es. Solange ich mein Material nicht kenne, nicht weiß, kann ich eigentlich nicht anfangen. Und ich glaube, dass wir in wenigen Jahren es so selbstverständlich ist, dass ich erstmal eine Sichtungskopie von allem habe. Das ist in der anderen Industrie, nennt sich das dann Digitalklon oder digitaler Zwilling oder wie auch immer man die Technik nachher nennt, dass man sagt, ich mache ein Abbild in der digitalen Welt von meinem physikalischen Medium und das nutzt mir eben für Simulation, für Berechnung, für Kalkulation, nutze ich dann einfach schon die digitale Variante davon und die hilft mir, Dinge zu automatisieren, die ich im physischen Leben bisher nicht automatisieren konnte. Das ist natürlich der Traum eines jeden Archivaren, eine digitale Abbildung seines Archivals zu haben. Und da kommt ja auch die Quadriga dann ins Spiel, die wir ganz bewusst auch dafür einsetzen, Bestände zu digitalisieren, so zu digitalisieren, dass wir sie eben auch mit unserer Software uns anschauen können. Und da ist natürlich dann eben genau die Möglichkeit, dass man größere Bestände, dass man alle Versionen eben mit wenig Aufwand, ohne dass man das typische Prep, also diese mechanische Besichtung am Handumroller und nochmal nachkleben und die Perforation nochmal flicken und schön machen. All das braucht man ja bei einer Quadriga nicht, weil sie durch diesen extrem sanften Transport eben sich verhält wie ein Handumroller. Und ich damit, solange die Rolle eben noch rollt und sie eben noch mechanisch abrollbar ist, selbst schon mit starkem Vinegar-Syndrom und vertreten und geschrumpftem Film, ich eigentlich immer noch ein gut genuges Digitalisat bekomme, um damit wirklich meine Befundung machen zu können. Das ist für das Material ganz enorm wichtig, der vorsichtige Umgang mit wertvollen, einmaligen Filmmaterialien. Es kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, dass wir natürlich als Archiv in Kooperation mit anderen Archiven arbeiten, mit unseren Partnern in der FIAF, mit unseren ACE-Partnern. So ist die tägliche Praxis in einem internationalen Archiv. Das heißt, wir bekommen Materialien von anderen Archiven ausgeliehen für einen bestimmten Zeitraum, mit denen wir natürlich sorgfältig umgehen müssen, die wir aber auch nur für eine bestimmte Zeit haben. Und damit brauchen wir ein Gerät, eine Quadriga, die eben sehr sanft, sehr materialschonend mit den originalen, oftmals auch nitrocellulosen Materialien umgeht. Ja, das denke ich ist ja auch jetzt einer der Nutzen, den man hier jetzt, ihr habt ja nun Erfahrung, ihr konntet inzwischen ja wirklich in der Praxis auch mit der Quadriga ja schon Erfahrung sammeln und gucken, wo hat sie geholfen, wo hat sie auch geholfen, Geld einzusparen, Zeit einzusparen. Wir nutzen die Quadriga über 2 Jahre. Wir haben viele Erfahrungen mit der Quadriga gemacht. Wir nutzen sie. Sie kann mehr, als wir sie tatsächlich nutzen. Wir nutzen sie im Augenblick für Digitalisierungsprojekte. Wir machen einige Digitalisierungsprojekte pro Jahr und dafür wird sie genutzt, eben um verschiedene Materialien vergleichen zu können, was wir früher an einem Abziehtisch gemacht haben. Das machen wir jetzt digital. Wir erstellen uns Sichtungsfiles, wir laden diese Sichtungsfiles in unsere Resolve-Anwendung, um dann eben Materialien auch zu vergleichen. Das Besondere ist schon, dass wir eben dafür brauchen wir eine hohe Genauigkeit. Wir müssen Bild für Bild vergleichen. Es kommt
uns Archivaren auf jedes Bild drauf an. Und genau da hilft uns die Quadriga ganz enorm. Ein Abziehtisch ist zwar sanft umgegangen mit Materialien, aber dennoch auch hier immer wieder Probleme, Klebestellen, die aufgehen. Das passiert alles nicht bei der Quadriga. Wir nutzen sie tatsächlich noch nicht für das, was die Quadriga auch gut kann und für was wir auch die Quadriga gekauft haben, eben die Quadriga einzusetzen für unsere Verleihtätigkeit. Wir sind ein sehr analog geprägtes Archiv. Wir haben im Deutschen Kinemathekenverbund die Aufgabe, gemeinsam mit der Deutschen Kinemathek in Berlin Filmmaterialien zur Verfügung zu stellen, analoge Filmmaterialien den Kinos und Abspielstätten zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet aber auch, dass wir eben diese analogen Materialien prüfen können. Und das ist die zweite wichtige Eigenschaft, das, was die Quadriga kann, eben ein Befundprotokoll erstellen. Es muss kein Mensch mehr da sitzen, sondern das macht uns die Quadriga. Die Quadriga gibt uns automatisiert ein Befundprotokoll. Und damit lassen sich etwa auch Schäden bei der letzten Abspielstation feststellen. Ich denke, das ist ein, wie du sagst, eben ein weiterer wichtiger Anwendungsfall ist. Und dass das wirklich die Leute verstehen müssen, dass man diesen Prozess besser machen muss als heute, weil es einfach zu viel Personal bindet oder eben nicht gründlich gemacht wird. Und man muss beide Dinge kombinieren und das kann man nur durch Verwendung von guter Technologie machen. Ja, ja. Ja, also das, was wahrscheinlich, was wir überall sehen, ist die Personalsituation. Personal ist knapp. Personal ist der teuerste Faktor. Wir müssen sehen, dass wir unser Personal dort einsetzen, wo es wirklich wichtig ist. Und die Befundung ist eine doch relativ mechanische Tätigkeit. Das soll uns die Maschine abnehmen, sodass wir eben dort, wo wir Kompetenzen haben, auch die Kompetenzen sinnvoll einsetzen. Ja, ich denke, einer der Riesenvorteile von so einer mechanischen Befundung ist natürlich auch die Gleichheit. Das heißt, es rutscht der subjektive Anteil raus. Es rutscht natürlich auch die langen Diskussionen darüber raus, wie ist das nun zu bewerten. Das heißt, selbst wenn die Maschine nicht immer perfekt ist, sie macht es wenigstens immer gleich. Und auch das ist im Endeffekt wieder einen großen Nutzen im Verhältnis zu eben doch subjektiv geprägten Interpretationen. Nicht nur zeitlich, sondern eben auch in der automatischen Bewertung im Nachhinein. Vollkommen klar. Wir schauen auf eine lange Erfahrung der Befundung zurück mit den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist jedes Befundungsprotokoll auch kritisch zu hinterfragen. Man macht es tatsächlich an Handschriften, an Unterschriften fest, wer hat es befundet und wie streng hat diese Person tatsächlich befundet. Da ist eine gewisse Gleichmäßigkeit wirklich wünschenswert. Hinzu kommt natürlich, dass wir schon auch feststellen, dass es vermehrt Schäden an den Filmkopien gibt. Also durch die Digitalisierung der Kinos, der Vorführräume, etwa seit 2010, 2011, stellen wir jetzt fest, dass auch die Schäden wieder zunehmen an Verleihkopien. Das heißt, vielleicht gab es ja mal eine Zeit, wo eine Befundung wichtig war. Jetzt ist sie nochmal wichtiger geworden, weil jetzt wieder die Schäden kommen. Und das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass das Vorführer, Vorführerinnen nicht mehr gewohnt sind, analoge Kopien, wo das überhaupt noch geht, ist die nächste Frage, analoge Kopien vorzuführen. Das heißt, die Praxis fehlt, die Erfahrung fehlt, aber natürlich ist auch das Filmmaterial inzwischen ja gealtert. Also wahrscheinlich ist auch das ein Faktor, der einfach jetzt das Material noch kritischer macht, auch von den als verleihfähig eingestuften Materialien. Die sind ja nicht jünger geworden, die waren vor 10 Jahren eben auch 10 Jahre jünger. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eine zweite Komponente, die dann immer schlimmer und immer kritischer wird. Ich denke nämlich, die Vorführer sind natürlich jetzt nicht von, wer noch analog vorführen möchte, der ist ja auch auf gedanklich und mental, liebt er ja das Medium, sonst würde er sich wahrscheinlich für so eine Aufgabe gar nicht bereitstellen. Deswegen denke ich, ist es eher diese Erfahrung, die man macht das nicht mehr so häufig. Man muss eben auch neues Personal sozusagen erstmal entwickeln,
Liste und da passieren dann natürlich auch wieder Lerneffekte und Fehler, die vielleicht früher erfahrene Vorführer einfach nicht mehr machten. Ja, es ist aus meiner Sicht, es ist so ein bisschen die Routine oder wir vermuten, dass es auch die Routine ist. Also der routinierte Umgang mit einem sensiblen Material geht verloren. Das glaube ich, ist der Punkt. Ich sehe das ja auch jetzt bei denen, die bei uns Filme ausleihen, dass diese Routine einfach nachlässt. Also der Anteil der digitalen Verleihkopien nimmt zu und damit gehen eben diese Routinen, die notwendig sind, verloren. Ich denke, noch ein Aspekt ist natürlich einfach auch, dass die Projektoren natürlich auch nicht jünger werden. Das heißt, dass auch da natürlich das Risiko, dass ein Projektor nicht in dem Zustand ist, den er noch vor 10 Jahren hatte und eben auch womöglich mit dem Film nicht ganz so sanft umgeht, das Risiko wird ja auch weiter steigen. Grundsätzlich ist der Projektor nicht der Freund des Archivars, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ja, das ist richtig. Das ist das eine, dass natürlich Verleihkopien, die ja eigentlich zu hergestellt wurden, damit sie abgespielt werden. Es kommt ja hinzu, dass der Wert einer Verleihkopie auf einmal gestiegen ist. Es ist nicht mehr etwas, was man mit 200, 300 Stück bei Kinostart hergestellt hat, sondern das ist letztendlich auch ein Unikat, ein Original geworden mit einer hohen Wertigkeit. Wir werden unsere 6.500 Verleihkopien analog nicht mehr ersetzen können. Das heißt, es gibt hier eine Wertigkeit. Der Projektor ist natürlich ein Problem und auch das er ist so oder so ein Problem, A, weil er nicht sorgfältig mit Materialien umgeht und B, weil er altert und C, stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir ihn irgendwann ersetzen können. Also was ist die Zukunft unserer, bei uns im Museumskino, unserer beiden Bauer U4 Maschinen? Wir beginnen Bauer U4 Maschinen zu sammeln tatsächlich als Lager, als Ersatzteillager. Die Frage ist, ob wir nicht noch einen zweiten Projektorentyp sammeln, weil wir natürlich Angst haben, dass irgendwann die Zahl der gebraucht verfügbaren Filmprojektoren, die heute noch funktionsfähig sind, wird abnehmen. Sie nimmt jetzt schon ab, sie wird noch stärker abnehmen. Die Frage ist halt, wohin geht das? Also wie lange können wir diese Technik, diese Technologie noch aufrechterhalten? Thomas, was sind so die Highlight-Projekte, wenn du sagst, was habt ihr im letzten Jahr an Titel gemacht? Also es geht ja um deutsche Filmerbe. Was sind da so, ihr habt ja eigentlich super schöne Projekte, was sind da so Projekte, die gemacht wurden und wo ist inzwischen so die Quadriga eigentlich bei jedem Projekt beteiligt oder gibt es auch Projekte, wo ihr gar nichts, wo ihr die Quadriga gar nicht braucht? Grundsätzlich glaube ich, ist für uns, um das gleich vorneweg zu sagen, ist für uns jedes Projekt, wo es uns gelungen ist, einen Film in die digitale Welt zu übertragen und wo wir eine Verfügbarkeit, eine erneute Verfügbarkeit dieses Materials herzustellen, das ist ein gutes Projekt. Und da würde ich für mich persönlich sagen, Haken dran, wieder einen Film verfügbar gemacht. Highlight-Projekte sind für uns, alle Projekte sind natürlich Highlight-Projekte, aber Highlight ist tatsächlich dann, wenn man auch schon weiß, wo ein Film gezeigt wird. Für uns ist das Verfügbarmachung der Kern unserer Tätigkeit. Das heißt, wenn ich einen Film habe, den wir bearbeiten und von dem ich auch weiß, dass er auf einem Festival in Deutschland oder in Europa laufen wird, dann ist das natürlich etwas ganz Besonderes. So etwa bereiten wir jetzt auch bereits für das nächste Jahr Filme vor. Wir haben einen Film Großstadt Schmetterlinge mit Anna-May Wong in der Hauptrolle. Ein Stummfilm, den wir für die Bonner Stummfilmtage vorbereiten. Es gibt Vorbereitungen für das Stummfilmfest in Pordenone. Das sind natürlich das sind schöne Augenblicke, wenn man auch schon weiß, der Film wird sofort nach Fertigstellung sein Publikum finden. Unsere Digitalisierung ein Digitalisierungsprojekt kann dann begonnen werden, wenn die Materiallage in irgendeiner Form klar ist und auch wenn aus unserer Sicht Rechte vorliegen. Das heißt, wenn wir schon vorab wissen, dass wir Rechte an einem Film haben, um ihn dann auch dem Publikum zu zeigen, dann kann ein Projekt begonnen werden. Wir
wählen tatsächlich vorab aus. Es sind kuratorische Entscheidungen, die wir haben, um jetzt Filme auszuwählen. Würden dann im zweiten Schritt eben die Materiallage prüfen und die Rechte klären, um dann bei dem Förderprogramm Filmerbe zu beantragen. Wir haben natürlich Serien. Wir beschäftigen uns im Augenblick sehr mit Richard Eichberg und Richard Oswald, deutsche Regisseure, die nicht in Vergessenheit geraten sind, aber deren Filmerbe nicht wirklich verfügbar ist. Wir bereiten in diesem Jahr für das nächste Jahr begleitend zu einer Ausstellung des DFF Weimar weiblich Filme vor. Hier geht es um Frauen im frühen deutschen Film bis 1930. Ellen Richter, Regisseurin, ist ein Name. Da war die Präsentation jetzt in Berlin und zuvor in Pordenone bei dem Stummfilmfestival. Hanna Henning ist ein Thema, das machen wir in Kooperation mit dem AI Filmmuseum, die einige Hanna Henning-Materialien haben. Hanna Henning war eine heute vergessene Regisseurin, Drehbuchautorin, die eine Vielzahl von Filmen gemacht hat. Das heißt, das wären so zwei, drei Projekte, die uns wichtig sind. Daneben beschäftigen wir uns auch mit noch lebenden Filmschaffenden, Niklas Schilling, leider gestorben, aber die Produzentin Elke Halt auf der Heide begleitet regelmäßig Digitalisierungsprojekte, die wir mit Filmen von Niklas Schilling machen. Peter Fleischmann, leider Gottes auch früh gestorben, ist ein weiteres Thema. Das bedeutet, dass unsere Projekte aus den verschiedensten Epochen kommen, aus verschiedensten Inhalte haben. Dokumentarfilme sind dabei. Ich glaube, dass wenn man sich unsere Digitalisierung, die wir seit 2013 machen, anschaut, dann lassen wir uns auch gar nicht mal auf ein Genre festlegen, sondern das ist eine Mischung. Und sicherlich auch Vorlieben von uns. Bergfilm ist durchaus auch ein Thema. Wir haben jetzt Rechte geklärt für Louis Trenker-Filme. Also ich glaube, dass wir da eine ganz bunte Mischung haben. Ja, ich habe mal bei der FFA nachgeschaut. Da fiel auf, dass ihr relativ frühe Filme, viel 20er Jahre Materialien hattet im Vergleich zu anderen. Aber das ist, denke ich, ja auch, weil das eben genau eine sehr spannende Zeit auch im Film ist. Naja, es ist eine Zeit, die natürlich spannend ist und die wo man Archiv, wo man Materialien hat, die vielleicht auch digitalisiert werden müssen als Form, als eine Form einer Sicherung, die aber auch in Vergessenheit geraten ist, wo wir aber auch Rechte haben. Also immer wieder auch der Punkt zu der Rechte-Situation. Das ist aber auch eine Zeit, wo natürlich auch die Quadriga ganz enorm ins Spiel kommt und wo uns die Quadriga auch hilft, wenn es darum geht, eben Materialien zu vergleichen, Materialien, die einfach über 100 Jahre alt sind zum Teil. Weil wir gehen ja dann auch ein bisschen noch vor die 20er Jahre, wir gehen in die 10er Jahre. Da ist natürlich die Quadriga ein Tool, mit dem wir, wo wir Sichtungsfiles in HD erstellen können, Sichtungsfiles, die schonend erstellt werden, die wir dann in unser Computersystem dann in Resolve laden können, wo wir eben Bild für Bild unvollständige, nur schadhaft überlieferte Materialien miteinander vergleichen können, um dann auch eine Schnittliste zu erstellen, das unserem Restaurierungsziel entspricht. Da habe ich verstanden, ist der Vorteil, dass ihr jetzt durch die Quadriga viel zielgerichteter entscheiden könnt, welches Material jetzt für die Restaurierung hervorgenommen wird. Und damit, hattest du in einem Vorgespräch gesagt, konntet ihr dann auch weitere Kosten einsparen, weil ihr halt gezielt nur noch das aufbereiten, restaurieren lasst, digitalisieren in hoher Auflösung, was nachher auch wirklich verwendet wird. Habe ich das richtig verstanden? Vollkommen richtig. Also wir können mit der Quadriga Materialien vergleichen. Wir können sie relativ günstig vergleichen. Wir müssen nicht in andere Archive fahren, sondern letztendlich bestellen wir die Materialien. Wir versuchen hier in unserem Standort in Wiesbaden alle relevanten Materialien zusammenzuführen, Sichtungsfiles mit der Quadriga zu erstellen, um dann eben genau zu vergleichen, fehlen uns Bilder, wo fehlen die Bilder, welche Bilder können wir nutzen.
Erstellen dann eben hier auch eine Schnittliste und geben dann die in hoher Auflösung zu digitalisierenden Materialien an einen Dienstleister, der eben dann mit einer höheren Auflösung an die Materialien geht und unsere Schnittliste dann umsetzt. Der Vorteil ist, dass eben auch die Schäden auch davor alle bekannt sind, dokumentiert sind. Also auch das sollte dem Dienstleister ja helfen. Auch wahrscheinlich Entscheidungen über Reinigung des Materials, was muss noch passieren. All das kann man ja, denke ich, schon in dieser Sichtung jetzt ja alles ordentlich vorbereiten. Ja, vollkommen richtig. Das ist etwas, was man dem Dienstleister dann schon auch vorab für die Kalkulation zur Verfügung stellen kann. Manchmal gibt es so ein bisschen Budgetprobleme, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber natürlich ist das auch ein Tool, eine Leistung, die man dem Dienstleister abnimmt und wo man ihm vorab schon sagen kann, naja, beachte bitte bei deiner Kalkulation, bei deinem Angebot an diesen Stellen, die wir eben nennen, ermittelt von der Quadriga, musst du eben nochmal in die Retusche gehen oder händisch retuschieren, nicht ein Programm drüber laufen lassen. Ja, das spart Kosten auf der Dienstleisterseite und hilft uns, ein möglichst genaues Angebot, das ja dann die Grundlage für die Beauftragung ist, zu bekommen. Das ist ein wichtiger Aspekt und hilft vielleicht auch, um einfach diese große Menge, die ihr doch mit dem kleinen Personal doch auf die Beine bekommt, zu realisieren. Weil ich denke, das ist schon sehr anspruchsvoll, wie viele Filme ihr jetzt pro Jahr eben durchbekommt mit der Mannschaft. Ja, das sind im Augenblick so 25, 26 Projekte, die wir haben. Darunter sind natürlich auch Kurzfilmprogramme, die eigentlich auch aufwendiger sind. Unser Workflow ist so, dass wir die Arbeiten auf eine Vielzahl von Schultern verteilen. Es sind an einem Projekt durchaus einige Mitarbeiter hier im Team beteiligt. Und immer wieder auch im Mittelpunkt, ich kann es auch nicht anders sagen, steht eben das Ziel, eine Schnittliste zu erstellen. Und im Kern steht die Quadriga. Also das kann ich auch nicht anders sagen. Wir hatten ja im Vorgespräch, hab ich ja auch schon festgestellt, dass eben sich Arbeitsschritte, so wie ich sie kennengelernt habe vor 20 Jahren, dass man eine Person durch die Archive geschickt hat und die Person hat dann gesichtet und hat vielleicht auch unvollständig oder unzureichend gesichtet, dass sich dieser Arbeitsprozess vollkommen verschoben hat, dass wir versuchen, Materialien auszuleihen bei den befreundeten Archivpartnern, sie hier in Wiesbaden eben zu sichten, mit der Quadriga Sichtungsfiles zu erstellen, um dann hier auch mit allen Informationen, die wir brauchen, die wir auch haben, dann eben die Schnittlisten zu erstellen. Ja, also durch die Quadriga hat sich vieles verschoben bei uns im Archiv. Es ist vielleicht auch leichter geworden. Es sind aber auch Aufgaben hinzugekommen. Wir haben mehr Versende. Wir müssen mehr Materialien transportieren. Das ist so. Auf der anderen Seite haben wir aber auch zuverlässige, verlässliche Informationen, die als Grundlage für Restaurierungsentscheidungen. Das heißt, wir müssen jetzt noch bei allen befreundeten Archiven schaffen, dass die Quadrigas haben. Da muss nicht mehr so viel versendet werden. Ja, das ist tatsächlich eine Idee, keine Frage. Das würde helfen. Tatsächlich wäre sogar, das passiert. Also natürlich bekommen wir auch Abtastungen, oftmals analoge, also ich trenne jetzt unterscheide zwischen Digitalisierung und Abtastung. Tatsächlich bekommen wir auch von befreundeten Archivpartnern Abtastungen. Sobald wir sie halt in DaVinci reinkriegen, dann wäre das für uns auch kein Problem, wenn es ein 1:1 Abbild ist. Das muss halt gewährleistet sein. Auch etwaige Kosten, die entstehen, würden uns nicht schrecken. Also ob wir jetzt an der Quadriga sitzen oder ob das eine Kollegin, ein Kollege in einem anderen Archiv ist, das ist letztendlich von dem Aufwand, den wir sowieso für das Projekt bezahlen müssen, gar nicht mal so der Knackpunkt, muss ich ehrlicherweise sagen. Klar, eine Quadrigas in der Welt, in den Archiven würden uns allen helfen, ja.